Ja, und somit herzlich willkommen bei The Mortuary Assistant. Eine kleine Demo. Das Spiel kommt im Frühling 2022 raus. Und ich werde mal schauen, ob ich es dann überhaupt spielen werde. Weil es ist, glaube ich, recht angsteinflößend. Von daher kann man sich wahrscheinlich jetzt schon auf ein paar Steine einstellen. Aber ich würde sagen, ich starte einfach mal und let's go. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Ja, und somit nochmals herzlich willkommen bei The Mortuary Assistant. Wie man vielleicht dem Gespräch folgen konnte, sind wir Leichenpräparierer. Mir fällt gerade das Wort leider nicht genau ein, deshalb Leichenpräparierer. Und wir haben gerade einen Anruf bekommen, dass 3 neue Leichen angekommen sind und wir diese jetzt übernehmen sollen. Mitten in der Nacht offensichtlich. Scheint wohl gut zu sein. Death and Decay. A book covering the process and science of decomposing. Oh wait. Kann man drehen? Okay. Mr. Two Shades. Yeah, and this is the one song radio station. We're gonna play with this the one song. The nicest people are dead. Embalm, a book about the history of preservation and how people use it to cope with death. Grandma. Okay. Scheint die wichtig zu sein? Keys. Keys to the apartment car and the front door of Riverfields. There we go. Okay, unsere Schlüssel haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Können wir auch gleich losgehen? Ein Inventar haben wir auch. Inventory. Large items are held in your hands. If both hands are full, you will need to drop a large item before picking up another. Smaller items are kept in your pockets. Okay. Viewing items. After selecting an item, its description will appear below it. If an item can be dropped, a drop button will appear under the item description. Schön. Schlüssel. Ja.
gibt's noch was Leckeres zu essen? Wolf O's. At least there's some food in here. Chips. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den... Also wir machen uns auf den Weg, so. Wie man ja sieht oder nicht übersehen kann, ist hier oben auf dieser Seite im Bildschirm rein. Mein Herzschlag, der live gecaptured wird. Schön, dass wir hier mitten in der Nacht dann kommen. Ja, das wird sicher gut werden. Okay. Alright, guess I'll head to the back and get started. Kann ich die Tür wieder schließen? Nicht? Ja, dann halt nicht. Sehr vertrauenserweckendes Bild. Rebecca, thank you for coming in on such short notice. The body currently in the embalming room is done, so please return it to cold storage and get started on the next one. I've left the key to the embalming room in the top drawer of the front desk. Raymond. P.S. Don't forget your clipboard. Okay. Also der eine Body ist schon gut. Den müssen wir nur noch in den Cold Storage Room bringen. Mr. Delver's Business Cards. Und wir sollen das Clipboard mitnehmen. Und der Schlüssel liegt in der Schublade. Tank Cleaner. A cleaning solution for cleaning tanks of embalming machines. Oh ne, das Licht kann man abschalten. Ja, das wird lustig. Kann ich die Tür hier schließen? Ne, kann ich nicht. Gut. Lassen wir das. Wait. Fusen. All screw in fuse. Brauchen wir nicht. Embalming room key. A key to the embalming room hall. Nehmen wir mit. Quick inventory. You can attempt to use items at any time. Access quick inventory and choose the item you wish to use. Most, but not all places where items can be used will cause the use item icon to appear. I can't use that here. Okay. Den Brief können wir nicht lesen, aber das Clipboard. Clipboard, a clipboard used for forms and keeping track of mortuary tasks. At least I can keep track of things. Was ist das? Matchbox, the box of matches. Wieso eigentlich? Irgendwie ist dort links die Schrift immer abgeschnitten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich fixe das kurz mal. So, da bin ich nun wieder. Wie ihr seht, bin ich auf der anderen Seite. Da links das Clipboard immer aufgeht. Ja, genau, so. Und fixen konnte ich den Bug, oder besser gesagt, die View jetzt nicht. Von daher ist dort halt die Schrift immer abgeschnitten. Kann ich jetzt leider nichts dafür. Und wie... gut. Ja. Return body to cold storage. Dann müssen wir jetzt in den Embalming Room. Und... ja. Weiter geht's. Alter. Ich glaube, das Spiel wird... scheußlich. Na,
Alter. Profi. Ja, nice, mit dem Kopf zu mir. Holy shit. Einfach nicht aufstehen, bitte, ne? Sonst ist alles gut. Und da sind wir auch schon. Maxwell Aiden. Die Geräusche sind jetzt schon schrecklich. Oh. Tara Beasley. Nur frage ich mich, hat der Typ am Telefon nicht von drei Personen gesprochen? Hier sind zwei Bodies. Ist das richtig? Oder wurde die eine Person schon verbrannt? Alter. Ich wünsche dir viel Spaß da drin. Hab noch ein schönes Leben. Gut, das hätten wir. Retrieve body from cold storage. Inspect body for identifying marks. No. Sorry, nicht du. Müssen wir wohl sie hier mitnehmen? Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gefühl. Alter. So tue ich mir das eigentlich immer an. Bitte nicht aufstehen. Sonst ist alles gut. Sonst, ja. Bitte einfach nicht. Schließ mal hier die Tür wieder hinter mir. Oh mein Gott! Es fängt schon an. Fucking hell. Holy shit. Alright, let's check you out. Ja. Ja. Kann man jetzt die Tür bitte schließen? Nicht, ne? Schade. Dann schließe ich hier mal die Tür. Wie auch hier. Und okay. Tara Beasley, 82 Jahre alt. Record any disguise marks. Enter marking into computer and print report. Okay. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Doch hier. Sonst nichts. Das können wir noch anschauen. Arme. Sorry. Ja, hier gibt's nichts. Gut. Oh, Kratzspuren an der Hand. Nicht gut. Beine können wir nicht anschauen, offensichtlich. Den Kopf. Oh mein Gott, Leute. Wieso? Sonst sehe ich irgendwie nichts. Keine Kopfverletzung oder sonstiges. Ist das wirklich alles? Ah, warte. Kann ich, doch. Ein Tattoo? Okay. Wieso nicht? Hier an den Füßen auch nichts. Oder ist das was? Ein Pixel, der irgendwie komisch aussieht.
Gewitter dazu. Schlimm, schlimm. Sonst sehe ich wirklich nirgends etwas. Kann man sie von der anderen Seite noch auf die Alter! Verpiss dich! No! Da gehe ich nicht hin. Kann ich mich ducken? Ich muss meine Arbeit hier verrichten. Bitte hau ab. Come on. Oh mein Gott. Ob ich nachher noch hier schlafen kann. Hey, ich bin so schreckempfindlich manchmal. Holy smokes. Was hatten wir schon? Nee, lieber nicht. Nee, alles gut. Alles gut. Ich glaube, das war's. Sonst gibt's hier nichts mehr. Reveals network how to enter cadaver information. Click to the record system icon to open the program. Schön hier immer drauf schauen. Scheiße. Man sieht meinen Mauszeiger gar nicht. So, da bin ich wieder. Sorry nochmal für diese Unterbrechung. Jetzt sieht man auch hier meinen Mauszeiger. Hier immer schön ein Auge drauf werfen auf die liebe Dame hier, dass sie ja nicht aufsteht oder sonstiges hier im Hintergrund passiert. Gut, wo waren wir? Beim Cadaver Information Network. Click to record system icon to open the program. Match the sections on your clipboard to the corresponding sections on the computer. Once all findings have been entered into the system, click submit to print out embalming records. Then fill the records up front to begin the embalming. Okay, night shift. Access rights. Please enter your night shift code. Ja, keine Ahnung, habe ich nicht. Start. Zeit. Record system. Name. H. Left, right shoulder. Sieht noch nichts gut. Left arm. Tattoo bird. On the left leg. Was war jetzt das für ein Geräusch? Alter Schwede. I need to file the copy up front. Embalming report. A packet of mortuary paperwork related to the handling of the deceased file. File up front so they are available if requested. Alle Sachen sind gerade aufgesprungen. Alter Schwede. Ich finde es jetzt schon scheußlich. Ah, Schlüssel. Ich will einen Schlüssel, gib mir Schlüssel. All key, an all key that belongs to Mr. Delver. Nichts, alles gut. Kann man denn schon? I can't use that here. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Wieso ist jetzt hier alles auf... No! Gesprungen. No!
Ach Leute, der Job ist halt echt hart. Alles ist verwüstet und ich muss das aufräumen. Du bleibst bitte hier. Was ist das? Du bleibst hier, ist gut. Schön dort bleiben. Kann man jetzt eigentlich die Tür hier schließen? Das nervt mich irgendwie. Ah, jetzt. Okay, sie liegt dort noch. Ich glaube, die Akte muss man hier rein tun. Time to embalm. Das heißt dann wohl, jetzt startet erst die richtige Arbeit.